Wir beenden die geometrische Optik mit einer Bemerkung zu unserem Lichtstrahlenmodell. Ein Lichtstrahl, der ein Glasprisma durchquert, wird zweimal gebrochen und wird auch in verschiedenen Farben zerlegt, die sogenannten Spektralfarben. So entsteht auch ein Regenbogen. Um solche Phänomene zu erklären, reicht unser Lichtstrahlenmodell nicht. Dazu brauchen wir das Wellenmodell des Lichts. Um zu erklären, wie durch eine Photovoltaikanlage Licht in Strom umgewandelt wird, reicht weder das Lichtstrahlenmodell noch das Wellenmodell des Lichts. Dazu brauchen wir das Quantenmodell des Lichts.